Willkommen zur weiteren Folge Dichter mit dem Schreibfehler, den Kaldi, dem Maike, dem Karo und dem Momo. Hallo. Bitte schreib, ich halte Hallo. es da vorne mit dran, Mann! Schnauze Schreibfehler! Hallo, herzlich Jetzt willkommen! Das war so bin ich gut! was runtergefallen. Nein, bitte nicht. Maike! 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 Politik Oh, muss ich bin damit bei Galdi. Goldblöcke. Wow, und bei Andi. Nein, bitte nicht. Ich sehe nichts, Leute. Andi. Bitte lasst es nicht wieder in Ich Goldblöcke sehe aussuchen. nichts. Ja, Was Andi ist oder hier oben Michael. los? Leute, Andi oder entweder es ist Michael. Andi oder Michael, Nee, genau. Michael war Detective. Nein! Ja, dann ist es halt Andi. Okay. Ich bin hier irgendwo oben auf dem Turm und ich sehe einfach gar nichts. Ich höre nur Schüsse. Momo, Das ist doch einfach geil. Du hast den Traitor. Pass auf, du hast den Traitor-Tester gerade angemacht, ne? Karo! Nee, Wo ich glaub bist du schon, ich denn? weiß es nicht. Wo bist du denn? Ich bin jetzt hinter dir. Au! Okay, geil, hier ist. Ja, gut, er ist nicht mehr hinter mir. Du kriegst deine Seemannstaufe. Bitte was? Das hört sich irgendwie safe nach Galdi an. Nein, das war doch nicht Galdi, das war. Ja. Ich war das nicht! Nein, nein. Okay, Andi habe ich. Echt? Doch jetzt! Ich habe eine Taube von ihm. Weißt du, Friendship! Friendship schon wieder vorbei! Friendship! Weißt du, Guide ist aber auch der beste Traitor-Kollege. Ich denke mir so, jo, alles klar, hol mal den Michael da weg, ich schieß Guide im Moment. Was passiert hier gerade? Ach so, mein Traitor-Kollege schießt. Ja, was soll ich jetzt nochmal tun? Soll ich dem jetzt helfen? Ach nee, lassen wir mal, der macht es schon. Ja, okay, der ist fast tot. Andi! Langsam könnte ich mal was tun. Nee, lass Andi, ich mal. Wie viel HP hattest du noch? Drei. Andi, jetzt was? Drei. Ich habe in dem ganzen Smog nur dein Traitor-Zeichen gesehen. Ich habe nicht einmal den Namen von Michael oder so gesehen. Natürlich auch süß. Mann, und ausgerechnet dann geht meine Pistole leer. Scheiße. Und in Momo, ja, ich bin hier und ich sehe nur die Pitchen fliegt und fliegt und tot. Und ich höre nur ja. dieses Anfliegen Momo, von... Momo haut gerade so raus. Ja, ich bin gerade hinter dir. Autsch. Ja, das war tatsächlich... Das Alter, was... Hallo, Angie. Ich war schon im Haus hinter dir. Hallo. Alter, was das macht ihr? Karo, schmeiß gleich den Bein. Ja. Aua. Karo! Die Sau! Karo, spring und es stirbt! Momo, Momo, ich hab mit drauf geschossen. Karo! 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 Du Sau, was soll das? Ich glaub, ist? Irgendwas ist mit Karo. Keine Ahnung. Momo, wir hatten fest, ich hab mit drauf geschossen. Okay. Karo! Wo ist Karo? Ich will es mal leise sehen. Also entweder Schreibfehler oder Galdi. Ich bin's nicht. Ich bin's. Wir ja, dann bettelt euch doch einfach. Es okay. Ich weiß doch nicht, wo ihr beide. Die sind. Ah, ja, okay, Schreibfehler. Okay. Aua. Tipp. Mein Ja. Warte mal, ist jetzt Michael tot? Glaube ich nicht. Oder vielleicht doch? Wo bist denn du so? Gerade weg. Ach so, ja. Gut. Ja, wie ist denn das Wetter so bei dir? Es sieht kaurig aus. Okay. Das ist schön zu hören. Ja. Und wie viel Grad Temperatur so? Ich würde mal sagen, unter dem Gefrierpunkt. Ach, es ist so kalt da. Weswegen denn? Wir spielen Delfin. Hui. Hui. Ja, wo. Karo, ja. Richte dich doch mal auf, wenn ich mit dir rede. Was soll das denn? Man muss halt direkt in den Sand stecken. Ach, was soll das denn? Ach, komm doch jetzt mal her, Momo. Ja, hallo. Ich bin doch nicht beim Athlet. Hallo. Was soll das? Ja, ich hab gehört, ihr habt ein bisschen Sand zusammen. Kann ich irgendwie den Karo aufhängen oder so? Glaube ich nicht. Einfach mal hier so dranhängen. Geht das? Nein. Würde gerne wissen, wie das geht. Kurze Info, das geht nur als Traitor. Schade.
Echt schade, ne? Nein! Oh, hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Dann bittet euch doch, ey, weißt du nicht, wo der ist? Ja, Karo, jetzt schwimmst du erstmal eine Runde. Ja. Da habe ich den Karo predicted, da habe ich ihn richtig predicted. Ich habe ihn doch schon gewaschen, ja, aber komm, das war auch richtig offensichtlich, dass ich dann so zu euch gucke und die ganze Zeit so ein bisschen warte, bis ihr zusammensteht. Das war auch offensichtlich wie... Ja, und ich muss dann die ganze Arbeit machen. Ich bin tot. Echt mal, Karo, wie kannst du das einfach so den Schreibfehler überlassen? Ja, ist so, ne? Ich habe Andi gekillt und Momo komplett down gemacht. Ich bin dann aber gestorben. War halt einfach nur noch ein One-Shot. Ich glaube, ich hatte noch 20 HP oder so. Bitte, wen? Hormono? Wer ist ein Hormono? Hallo, Momo. Das sind meine Hormone. Der Hormone ist vom Testosteron. Ach, das ist von Momo. Och, jetzt starte ich ohne Waffe, ist doch Kaka. Und was, Pupu? Also, ich starte mit dem Grafikbutton und ihr so? Ja, also ich bin ich trinke Uso, was trinkst du? Also ich starte mit so einem roten Schimmer. Maike? Gibt's der hat gerade gekauft. Momo. Nice one. Ja, was? Hi. Hallo. Ja, drum, wie geht's Andi? Dir? Mir geht's ziemlich gut. Alter, was ist los mit euch? Vor dir brauche ich keine Angst. Deswegen drehe ich mich auf mit von dir. Aber du gehst nicht den Leuchtturm hoch, das sag ich dir. Okay. Warte mal, und was ist, falls ich es doch mach? Momo. Hä, hey, was? Da ich jetzt versuche, oder da ich jetzt vermute, dass du... Au. Nicht den Leuchtturm hoch, weil... Warte mal. Okay. Geht das? Schau dich dann, will ich das schon? Weg mit dir. Momo? Hm? Wo bist du? Weiß ich nicht. Wo bist du? Weiß ich auch nicht. Beziehungsweise du weißt, wo ich bin. Was? Nein, das ist ein Lüge. Na, ja. Och, das war doch jetzt unlucky. Nein, oh! Sauber! Jawohl, Karo. Ich hab halt alle gemacht, bis auf Karo. Du hast niemanden gemacht. Da hab ich den Maike auf frischer Tat ertappt. Geil, ich hab sogar gehört, ich hab nicht gekauft. Willst du mich verarschen? Ich hab wirklich nicht gekauft. Da war er nur einfach auf. Komm, ich hab auch so ein bisschen. Der Galdi steht hier. Galdi steht hier, kauft schön. Ich geb ihm einen Headshot. Ich höre nur Galdi. Und. Ey, ich war Detective, hallo. Ja, und? Das ist mir doch egal, ob du Detective bist oder danach nicht. Danach war für mich aber auch vollkommen klar, dass Karo innocent ist. Ja, warum? Aber ja, weil er das gehört hat. Momo. Jeder, der das mitgehört hat, hat das gehört. Ja, gut, ja. Momo. Nur so das ist korrekt. Jeder, der das gehört hat, hat so das eine gehört. Info für dich. Ja. Ja. Formel 1 ist jetzt das einzige Spiel, in dem du mich noch nicht zu Weißglut gebracht hast. Momo. Ja, das kommt noch. Guardian. Okay, jemand ist tot. Schreibfehler. Ich hab... Was? Gehirnfehler. Schreibfehler, Gehirnfehler. Dumbatz. Dummbatz fällt runter. Du hast mich runtergeschmissen. Nein. Schreibfehler. Nein. Schreibfehler hat mich runtergekickt. Ich hab dich nicht runtergekickt. Schreibfehler hat mich runtergeschmissen. Hab ich nicht. Hast du wohl, ich bin fast tot. Ich stand hier nur so und du gehst einfach nach hinten durch. Aber Michael, nee. Jo, Alter, chill mal. Nee. Boah, yo, Feinde. Also ich will, was ist denn da jetzt passiert? Ich bin die ganze Zeit. Ich hab Schreibfehler gekillt, weil der mich und der war Ino, du bist so ein Vollidiot, ne? Oh. Nee. Karo ist es, der Twinch. Sehr schön, Joel. Ich hab den nicht runtergekickt. Sehr gut, Karo. Was? Boah, was seid ihr eigentlich für Flaschen, weißt du, ich sag ja, eben, Momo, Andi, ich sag zweimal Momo und die kriegt das einfach nicht mit, ja. Sehr gut. Ganz ehrlich, dann... ich spiele ja mit minderbewerteten Ey, aber Andi, das war bei mir in den Runden echt, davor war auch Dumbatz. So. Ja, ne. Das war echt ein gutes Wort, Dumbatz. Dann habe ich auch noch eine Ewigkeit nie mehr gehört. Letztes Mal, wo ich das gehört habe, war im Kindergarten. Ja, okay. Wollt ihr mal so einen typischen Karo-Witz hören? Ich habe einen Witz gerade auf Lager. Karo ist welches Werkzeug hat immer
Die besonders guten Ideen. Der Vorschlaghammer. Nicht der schon wieder. Nicht. Alter. Alter. Also, Stevie ist dabei. Ja, Stevie! Lass mich mal durch. Aua. Drei Fehler. Geh weg, Andi! Es sterben schon wieder welche. Andi. Für drei den Witz hast du es verdient. Schreibfehler. Ich bin Detektiv, du Idiot. Du sagst, für den Witz hast du es verdient. Michael. Ja, natürlich. Michael. Also ich glaube, Galdi ist es Michael, nicht, weil der hätte Leuchtturm mich gerade von hinten killen können. Also ich würde vermuten, dass es Andi ist. Michael also, auf dem Leuchtturm. Dieses von hinten, er hätte mich killen können, ist auch kein Argument mehr. Das mache ich so oft als Alter. Traitor. Für mich ist das überhaupt gar kein Argument. Andi, okay. Nein! Andi war Traitor. Ist hier oben was? Ey, das was soll das? Aua! Aua! Ist hier oben alles gestorben? Ich glaube, Stevie ist. Ehrlich? Warum? Weil Momo safe ist. Weil ich Eno bin, du schreibst Fehler Detective und du bist der Letzte, der lebt. Ja. Gott, ich... Komm, das ist voll unfair, wenn man als erste Runde halt gleich so Traitor ist. Ja, Traitor ist halt total unfair. Da habe ich auf dem Leuchtturm ganz gut aufgeräumt. Da hast du wirklich aufgeräumt. Nur da kam der Momo um die Ecke und da war es vorbei mit aufräumen. Nee, pass auf, dich hätte ich sogar vielleicht auch noch bekommen, aber ich hatte keine Muni mehr. Andi kommt hoch, auf einmal liegen da drei Leichen. Das habe ich sogar gehört. Das habe ich sogar gehört, dieses Klicken von der... Da habe ich kurz gedacht, ich hätte keine Muni mehr. Sorry, Andi, das ist ein schlechter Traitor-Kollege. Ja, macht nichts, wird besser, Stevie earns an Achievement. Nice, GG. War das eine Leiche, die hier unten in der Lava lag? Nein, ja, ich bin da gestorben, Alter. Aber ich glaube, du hättest da so komisches mit dem Arsch nach oben. Andi, wenn du von in der Treppe hochgehst, dann hast du echt Probleme, weil wenn du von unten schießen musst. Stevie. I'm the detective. Stevie. Stevie Wonder. Oh, geil, hier ist der Stevie Traitor. Geh weg. Oh Gott. Irgendwer killt mich hier. Irgendjemand schießt hier alles. Andi. Irgendwer hat runtergekickt im Turm. Gott, sind das schon wieder viele Gitter weg, ey. Ey, wer ist da hinten? Der Maus. Andi. Wow. Ich bin. Alter, wer war das? Also komm auch mal rum, ne? Kein Problem. Also ich würde beim Haus nicht unten reingehen. Der Traitor hat einen Abgang gemacht. Bitte was? Der war Traitor? Sehr schön. Momo, ich würde nicht beim Haus unten reingehen. Du hast für eine richtig geile Szene gesorgt. Nein, ich würde da nicht reingehen. Hütchen ab. Warum? Leute, ich bin Loch ist. Oh Gott! Ja! Weil der Loch ist. Sag doch einfach, warum? Leute, irgendeiner muss mich killen. Ich bin festgeparkt. Wo bist ich du? Ich bin irgendwo unten im Wasser zwischen zwei Steinen, wo ich eigentlich genug Platz habe, um rauszukommen, aber ich komme hier nicht raus. Unterm Haus. Was da so übers Wasser ragt. Ja, genau. Momo hat mich gefunden. Warte, sehen. Was, wo? Ich komme hier nicht raus. Ich bin der den Traitor-Abgang gefilmt hat. Aha. Ich finde vielleicht deinem Kollegen den Abgang erleichtert oder hast du ihm einfach nur zugeguckt, wie er runterfällt? Ich bin aus dem Wasser rausgegangen und in dem Moment kommt er von oben runtergeflogen. Galdi, lebst du noch? Weil dein Kollege? Ich finde dich nicht. Andi, ich bin aber gerade so, ich bin bei Andi. Warte, ich glaube, Stevie ist es. Ja, komm, wir bringen dich mal zu den anderen, die sind da drüben nämlich. Ja, komm, Stevie, wir bringen dich mal mit. Nein, ich will nicht zu euch. Dann bringen wir dich halt um. Entweder wir bringen dich mit oder wir bringen dich um. Das ist deine Entscheidung. Also, das ist eher eine Traitor-Vorgehensweise, oder? Ja, und? Würde ich auch sagen. Also jetzt raus? Ja. Ja, ist okay, warte. Wenn irgendwer auf mich schießt, schlage ich nochmal wild um. Ich zeige euch. Er nimmt da beide Hände in die Luft und macht den Brummkreisel. Ich habe genug Melonen eingekauft. Könnt ihr bitte weggehen? Warte, ja, Galdi, ich hole eine Disco. Hast du denn auch Orangen und Bananen? Warte, Galdi, ich hole eine Disco. Oh ja, ich habe richtig eingekauft. Ich bin Stammkunde.
Ey, da flüchtet schon wieder keiner. Ich glaub's doch gar nicht. Divio, wegrennen! Da lebt also, er noch alles. Also Michael schon mal nicht, der hätte mich jetzt schon 27.000 mal killen können. Ich könnte natürlich jetzt einfach... Da hinten ist auch noch einer. Momo, welche Farbe hat dein Fadenkreuz? Grün. Divio, welche Farbe hat dein Fadenkreuz? Auch grün. Hier Scheiße. Einer. Moment. Andi, dein ist rot, ne? Das ist nicht immer grün. Nein, nein, wenn du Traitor bist, ist es rot. Hier ja, schießt einer. Momo ist eigentlich der Einzige, der intelligent genug ist, auf den Trick nicht reinzufallen von euch beiden. Wow. Also eigentlich, das eigentlich ist sehr nett auf jeden Fall, Andi. Michael? Ja, wow. Was denn? Wo bleibt die Disco? Ja, ich suche gerade einen, ich finde aber jetzt keine. Traitor. Was? Warum? Keine Mann. Du könntest genauso gut Traitor sein. Oh, irgendwo ist da hinten was explodiert. So wie du gefragt hast. Oh. Ey, unter Wasser schießen hört sich voll lustig an. Er hebt seine rechte Hand. Sehr schön, Andi. Jetzt muss ich die ganze Zeit meine W-Taste drücken, damit ich nicht ertrinke. Ja, ich suche den Disco, aber ich finde keine, Alter. Tut mir leid. Ich glaube, ich lasse mich einfach ersaufen. Nee, ich will dich da jetzt rausholen. Auf dem Leuchtturm sind bestimmt Discos. Warte. Ich sehe schon, komm, gleich ist Michael ja, tot. Ich hab ne Disco, jawohl. Tot. Warte, ich komm gleich. Oh ne, jetzt backe ich an der Leiter. Okay, bin wieder weg. Warte. War schon ein Traitor da? Beim Leuchtturm? Nein. Nein, ist schon einer tot. So, weiß ich nicht. Ich glaube, Andy war Traitor und ist tot. Was? Hier ist. Andy? Andy ist. Andy war Traitor und die Waffe lag da. Also er hat ich war hier hinten beim... Uah, scheiße. Ich war hinten beim Haus und dann hat er Dings umgebracht, Momo. Hä? Wie kann Andy Traitor sein, wenn er steht, Andy wurde confirmed als innocent? Das musst du mir jetzt mal erklären, du Traitor. Ja, das würde ich gerne auch mal wissen. Das ist hier nicht Secret Hitler, wo du einfach irgendwelche Lügen erzählen kannst. Michael. Boah, bitte was? Boah, Mann, war der Boah, Michael, ey. Alter. Michael, hast du schön lange drauf gewartet, ne? Andy, warst du kein Traitor? Da stand, ich bin innocent, da war ich logischerweise kein Traitor. Scheiße. Ja. Weil ich hab nur gesehen, dass du da standst und Momo da war. Deswegen Michael, hatte ich... das hast du genossen, oder? Nee, der ja, hat schon mir auch getüttelt, so aber ich hätte, Stevie, ich hätte das auch, glaube ich, auch in deiner Stelle so gemacht. Ach, scheiße. Ich wäre nur nicht rückwärts runtergefallen. Ich hätte ja, Mike Momo, du hättest, glaube ich, an meiner Stelle genauso agiert. Andy war, Andy war Traitor. Andy confirmed innocent. Hä? Ja. Ich glaube nicht, ich hätte nicht einfach abgeknallt. Ich glaube nicht. Hätten Doch, Momo und nee, Andy nee, sich auf, nicht getötet, pass auf, dann pass auf, die, die Logik war simpel. Die Logik war simpel. Ich habe diesen Trick angewandt und ich glaube nicht, dass Stevie den schon kennt und du kanntest ihn halt. Dann hat der Detective gesagt, Michael ist es ja nicht. Wie schmeißt man eine Waffe weg? Michael ist es nicht, was war das denn für eine Begründung? Weil er ihn 27 mal töten könnte, gut, hat er eben also, gesagt. Also, ganz ehrlich, Andy, ich kann das auch verstehen, aber ich hätte, glaube ich, nicht... Von oben kam der Melden auf mich. Was? Ich war's nicht. Ey, nee, das ist kein Fall, das ist eine Molotow. Vom Leuchtturm, oh. Oder wie? Oh, ja. Wer ist denn da gerade runtergekickt? Ich war nicht beim Leuchtturm. Irgendeiner oben ist Traitor, der ganz oben ist Traitor. Ich bin vom Leuchtturm okay. Runtergekickt. Ich geh mal lieber auf. Warte, soll ich gucken gehen? Ich sniper da jetzt drauf. Wer zuerst oben ist, der ist tot. Ich geh gucken, geh weg, das geh ich glaube, Michael ist Traitor. Okay, alles klar. Ja, weil warum solltest du, wenn hier schon drei Leute und ein Traitor noch ist? What the fuck? Warum solltest du ist keiner? Weil ich gucken wollte, dann, wer da noch drin ist, Mann. Andi, man kann das safe runterspringen an der Seite und dann fliegt man ins Wasser. Ja, gut, das kann natürlich sein. Hallo, Stevie. Hallo, Andi. Hallo. Hau, Stevie, Andi, okay. Oh, dann war's geil dir. Dann war's geil dir. Was? Sag ich doch. The fuck? Okay, Andi ist safe. Weil der die ganze Zeit nicht geredet hat, bis der uns gesehen hat. Ich. Andi, vertraust du mir? Darf bin ich bei Michael. Hallo? Nein, ja. ich vertraue nur, weil der nicht schon tot ist. Okay. Ich bin auch da. Hab ihn nur versteckt. Ach, immer die sich verstecken. Momo, ich hab was für dich. Willst du mir sagen, wo du bist? Nein. Ich hätte da so ein Präsent für dich. Hallo, Andi. Ja, was denn? Andi, willst du nicht die Leiche mitnehmen, damit der Traitor keine Dings machen kann? Keine ja, wenn er wieder lebt, wissen wir ja, wer reingegangen ist und dann bist du noch Traitor. Ah, Andi, hast du den Traitor ja, stimmt, das reicht. Ja. Ja, hat er. Ah, dann habe ich ein Rätsel für dich. Hey, Andi. Hm?
Rätsel. Ich bin nur da, wo, ich bin nur da, wo der Mann mit einem... hier Bein war gerade was. Was? Was du bist? Ich bin da, geworfen. Wo nur der Mann mit dem einen Ziegenbein hinkommt. Beifehler, was hattest du gerade für eine Waffe? Was? Eine Sniper. Hi, Andy. Nein, die Pistole. Lock. Oh. Diesmal. Wo ist es hin? Hab ich es aufgesammelt? Ja. Ich glaube eher weniger. Ja, warte, hier. Einfach nur aufs Portal ziehen. Karin. Hier war eine Taube. Beifehler. Oder so. Taube? Ja, Pigeon oder wie auch immer. Danke, Andy. Du hast es zumindest gerallt. Okay. Oh Gott. Ich würde dann erstmal. Oh, Andy! Ist Andy runtergefallen? Andy ist in die Lava gesprungen. Oh. Nein. Ist es. Hallo, Schreibfehler. Hallo. Also, jeder, der in den Nether kommt, wird sterben. Okay, ich gehe dann schon mal nicht rein, weil ich bin eh nur. Ich verstecke mich irgendwo los. Ich hab ne Glock, hab Angst vor mir. Aua. Hab ich die Schaden Kann gemacht? Ich eigentlich wieder blieben? Nein. Ja, okay. So, ist es jetzt Michael oder ist es Schreibfehler? Also ich würde tippen auf Michael. Wo kommst du denn auch vor mir? Ich glaube auch, dass es Michael ist. Dafür habe ich... Detective habe ich Feuerfreigabe. Egal. Wer ist denn der Det? Also, chill mal. Schreibfehler, ja töte mal bitte für mich Michael. Okay. Was? Alter. Junge. Okay, ist hast nicht. Auch mal einen... Ey, warum? Hast du auch mal einen Doppel-Spiel gemacht? Tut mir leid. Also, Michael. Ich hab keinen Bock mehr. Airbus. Das hast du mit der Folge. Ey, wie funktioniert das überhaupt damit? Bis zum nächsten Mal, Servus.